Hallo, Emma, mein Name und herzlich willkommen zu einem weiteren Gewinnspiel hier auf meinem Kanal. Und ja, und die meisten fragen sich, warum sie nicht gewonnen haben. Das lag einfach daran, dass ihr nicht aktiv wart. Die meisten werden sich fragen, wer überhaupt Emma ist. Der Emma ist ein YouTuber, der 2000 Abonnenten erreicht hat, nur durch Gewinnspiele. Und noch nie hatten wir einen Beweis, dass er die Gewinnspiele wirklich verlosen tut. Du redest immer ständig davon, dass deine Community nicht aktiv war. Reichen dir nicht 100 unverdiente Likes auf dem Video? Oder erhoffst du dir mehr mit deinen Lügen? Ich habe noch jemand anderes am Start, der es auch satt hat mit Emmas Lügengeschichten. Ich überlasse dir das Wort, Melex. Fühlst du dich eigentlich nicht schlecht, indem du mit deinen gefakten Gewinnspielen Abonnenten bekommst? Oder dass du kleinen Kindern die Hoffnung gibst, dass sie einen PC gewinnen würden? In einem Video von dir meinst du, du hättest eine Berechtigung, diese PCs zu verlosen. Aber leider gibt es Videos auf YouTube, die das Gegenteil beweisen. Hier haben wir eine E-Mail von der Firma. Die Firma bestätigt sogar, dass sie nichts mit dieser Gewinnspielsache zu tun hat und dass Emma keine Lizenz besitzt, diese PCs zu verlosen. Es steht sogar in dieser E-Mail drin, dass sich die Firma vor paar Monaten mehrmals beschwert hat. Die Sache, die du hier abziehst, Emma, ist einfach nur arm. Vor 2 Minuten hat Emma gerade ein neues Video hochgeladen, nämlich macht er einen Kanal-Restart und behauptet, dass er nichts mit dieser Sache zu tun hat, dass sein Onkel nicht in dieser Firma arbeitet. Also ich finde das auf jeden Fall sehr komisch, denn in diesem Video hat er was anderes behauptet. Also ich denke mal, jeder, der Verstand im Kopf hat, weiß, dass die Sache, die Emma macht, gefaked ist und das, was er gemacht hat, auch strafbar ist. Es ist einfach nur dämlich von dir, Emma, sowas zu machen. Und ich denke, das weißt du auch selber. Damit war es das dann auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich bei dir, Melex, fürs Mitmachen. Schaut auf seinen Kanal vorbei, er ist kurz vor den 1K auf YouTube. Und morgen um 6 Uhr kommt ein ganz normales Video wie immer, wenn ich nicht verpenne. Und bis zum nächsten Mal, haut rein, lasst euch nicht von so welchen Personen oder Missgestalten verarschen. Und bis zum nächsten Mal, tschüss.